Ja. Also hier sieht man eine Vierfachzugmaschine aus dem Jahr 1955. Hier werden vier Stränge mit je 100 Meter Docht auf der Maschine aufgespannt und laufen eine Endlosschleife durch einen Behälter mit flüssigem Wachs. Bei jedem Durchlauf wird die Karte dann stärker und stärker. Für die Zwieangeln benötigen wir einen Durchmesser von 19 mm. Das ist ungefähr eine Zeit von 1,5 Stunden, bis diese Karte fertig wird. Also hier sieht man ein Tauchkarussell, auch Tauchring genannt. Hier werden die Zwieangelrohlinge, die zuvor auf der Kerzenzugmaschine hergestellt wurden, aufgehängt und werden mehrfach in flüssiges Wachs getaucht, bis sie den gewünschten Durchmesser erreichen. Durch das Tauchen erwärmt die Kerze sich auch und kann anschließend mit Hand in Form in die bekannte Form der Zwieangel gebracht werden. Nur die Temperatur muss stimmen. Wenn sie zu weiß sind, drückt man sie platt und wenn sie zu kalt sind, dann gibt es Brüche. Also wir produzieren jedes Jahr ca. 50 Zwieangeln und verkaufen die an Fachämter in der Region Trier, also Bistum Trier und bundesweit.